Eigentlich geht die Spargelsaison ja bis zum 24. Juni. Dieses Jahr wird es aber nicht so lange gehen. Ich stehe hier mit Spargelbauern Herrn Eberhard und Sie erzählen mir jetzt mal, warum das so ist, oder? Ja, also grundsätzlich, wir haben dieses Jahr natürlich sehr hohe Temperaturen. Der Spargel hat nur ein bestimmtes Ertragspotenzial. Das Ertragspotenzial ist ausgeschöpft, das heißt, die Kilos sind raus. Die Qualität, das sieht man schon, sind nicht mehr schön. Es kann nicht mehr kostendeckend produziert werden. Das heißt, wir geben jetzt praktisch dem Spargel die Chance, dass er sich wieder regeneriert, dass er wieder Nährstoffe einlagert, damit, denke ich, dass er wieder eine schöne, gute Ernte stattfinden kann. Und wir hoffen mit deutlich niedrigeren Temperaturen, nicht so hoch wie dieses Jahr. Keine Rekordtemperatur. Wir brauchen niedrige Temperaturen, am besten 20 Grad jeden Tag, bei Nachträge, tagsüber Sonnenschein, das wäre das Beste. Ja, hatten wir ja dieses Jahr nicht. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf die Spargelsaison auch gehabt, auf die Ernte? Die Erntemenge sind zwar hoch, also die, was geerntet wurde, in sehr kurzer Zeit. Wir haben 2 Wochen später angefangen. 2 Wochen hören wir früher auf. Die Menge sind ungefähr gleich wie letztes Jahr, was wir gestochen haben. Das heißt, der Konsument hat im Grunde nur 4 Wochen weniger Zeit, den Spargel zu verzehren. Das heißt, er hat dieses Jahr deutlich mehr essen müssen. Und man muss auch sagen, wir haben dieses Jahr deutlich mehr weggeschmissen, weil einfach schlechte Qualität, unansehnliche Spargel rausgekommen sind. Und das hat einfach zur Folge, dass man die Erträge zwar theoretisch auf dem Papier gut war, aber praktisch im Verkauf geringer war. Jetzt haben Sie da so einen Spargel in der Hand. Ja. Warum kann man den nicht so verkaufen? Der ist sehr unästhetisch, das sieht nicht schön aus. Dieser geht gerade noch, der wird bei uns als Gemüsespargel verkauft. Der ist jetzt nicht so riefig, hat zwar einen offenen Kopf. Die Leute, die das kennen, wissen ganz genau, der schmeckt wie der andere auch. Aber wenn man jetzt sagt, ein Restaurant oder jemand, wo man ein schönes Essen machen möchte, braucht einen schönen Kopf, braucht eine schöne Stange, die dann sehr schön aussieht. Und das wird schon schwierig, so überhaupt was zu suchen. Und man sagt, wo gibt es überhaupt so eine schöne Stange noch? Da haben wir gerade eine zum Beispiel noch dabei. Das wäre praktisch ein schöner Spargel. Den isst man auch gerne. Der Kopf ist schön geschlossen, lässt sich gut schälen. Bei so einem wird es schon schwierig, weil da ein paar Riefe drin sind und der Kopf halt dementsprechend aufgeblüht ist, teilweise sogar zerfällt beim Kochen. Das heißt, da haben sie einen nackten Kopf ohne die Schuppe mehr dran und es sieht einfach schlecht aus. Alles klar, dann hoffen wir doch, dass die Saison nächstes Jahr besser wird. Vielen Dank. Ja, danke schön.